Einmal die Fahrkarten bitte. Wenn ich jetzt nochmal komme, ist Endstation. Die Kosten laufen weiter und ich verdiene weniger. Dann steigt das Wasser natürlich. Nehmen Sie doch das Kind und ich nehme den Wagen. Machen wir es doch so. Wir drehen für das Format. Lohnt sich das? Es ist ein seriöses Format. Hallo, mein Name ist Katharina Engel. Ich bin 40 Jahre alt und arbeite als Zugbegleiterin. Ich bin zwischen München und Lindau unterwegs und heute nehme ich euch mal mit. Also ein guter Arbeitstag für mich wird dann, wenn alles plan läuft soweit. Wann ist es ein schlechter Tag? Wenn man verspätet ist, wenn Fahrgäste kein Verständnis haben, wenn man der Blitzableiter sein muss, wenn sie nicht auf die Erklärungen hören, sondern einfach drüber weggehen und schimpfen, das macht dann nicht so viel Spaß. Guten Morgen, liebe Nicole. Servus. Fahren wir heute nach Lindau? Gemeinsam, genau. Wunderbar, ich freue mich. Eigentlich wollte ich ja die Ausbildung zur Lokführerin machen. Und dann war ich mit der theoretischen Ausbildung fast fertig. Und die praktischen Fahrschichten haben angefangen. Und dann kam dieser Tag, an dem dieser Mann beschlossen hat, vor meinem Zug sein Leben zu beenden. Und danach ist man erst mal mit der Schiene fertig. Und deswegen wurde damals mein Ausbildungsvertrag leider aufgelöst. Ist aber in Ordnung, ich muss nicht mehr fahren. Ich habe hinten im Zug meine neue Passion gefunden. Dann gehe ich mal hinter in mein Büro. Alles klar. Ruhige Schicht, gute Fahrt. Jo. Bis dann. Das ist das typische Beispiel jetzt, ne? Mit Fuß oben und keine Maske auf. Da werden wir uns gleich drum kümmern. Er hat mich jetzt noch nicht gesehen, aber das wird er gleich. Schiss hat man immer, weil es kann immer was passieren. Du weißt nicht, ob der alkoholisiert ist, auf Droge oder einfach auf Krawall aus ist. Und sobald man da irgendwas in die Richtung merkt, einfach Abstand nehmen und zur Not den Menschen ankommen lassen, wo er hin möchte. Wir haben gelernt, es ist nichts auf der Welt wert, einfach das Leben zu riskieren oder seine Gesundheit, nur um da sich durchzusetzen. Wenn ein Fahrgast sich nicht an meine Anweisungen hält oder an unsere Regeln, dann kann man das erstmal freundlich und höflich mit dem Lächeln probieren. Guten Morgen. Und wenn man merkt, es fruchtet nicht, okay, der will Ärger haben. Guten Morgen. Dann ist immer die erste Möglichkeit, der nächste Bahnhof ist dann Ihrer. Sie steigen bitte aus. Und wenn Sie sich dann wehren, kann man immer noch einen Ticken härter werden und sagen, okay, dann hole ich mir Unterstützung von meinem Kollegen, der den Zug fährt. Der soll bitte die Bundespolizei verständigen. Wollen Sie die Fahrkarten wahrscheinlich? Das machen wir später. Ich bin jetzt reingekommen, weil der Kollege den Fuß auf dem Sitz hatte. Entschuldigung. Dann bereiten wir Sie schon mal vor. Ja, sehr lieb, vielen Dank. Guten Morgen. Der Zug, der fährt jetzt nach Memmingen, oder? Der fährt nach Memmingen, genau. Wie bitte? Nach Leutkirchen muss ich, brauche den 96er. Das ist der richtige Zug, Sie sitzen im richtigen Zug. Als Zugbegleiterin ist meine Aufgabe, meinen Fahrgästen ein möglichst angenehmes Fahrerlebnis zu verschaffen. Ich bin natürlich auch für die Fahrgeldeinnahmen zuständig. Ich mache meine Ansagen, informiere die Fahrgäste, das ist ganz wichtig. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrgäste. Das Zugpersonal der Linie RE 96 von Go Ahead Bayern heißt Sie herzlich willkommen nach unserer Fahrt. Ich erwische ungern Leute ohne Fahrkarte, weil es immer Stress bedeutet für denjenigen. Und ich stehe in dem Moment ja auch so ein bisschen auf einer Bühne. Wenn die anderen Fahrgäste das mitbekommen, dann was macht sie jetzt? Guten Morgen, einmal die Fahrkarten bitte. Jawohl, vielen Dank. Jawohl, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Jawohl, das ist Young Ticket. Alles klar, Dankeschön. Einmal kurz der Blick in die Toilette, ob alles sauber und ordentlich ist. Und ob sich jemand versteckt. Ja, genau. Wenn ich jemanden beim Schwarzfahren erwische, dann möchte ich erst mal wissen, warum er schwarz fährt. Wenn der eine plausible Erklärung dafür hat, dann hat er immerhin noch die Chance, vom Haken zu kommen. Wenn da jetzt ein junges Mädchen ist, die heult und sagt, ich habe meinen Geldbeutel verloren, dann glaube ich demjenigen das und dann stelle ich keinen 60er aus, sondern bin gnädig. Alles in Ordnung? Jeder hat sein Ticket, entweder sein Jobticket oder 9-Euro-Ticket oder Schülerticket. Alles gut. Wenn wir, liebe Zugbegleiter, für einen Kollegen einspringen oder für eine Kollegin, dann gibt es für uns ein tolles Bonussystem. Wenn ich zum Beispiel zu einer dienstfremden Meldestelle extra fahren muss, sind es 80 Euro.
Dienst an einem freien Tag sind 100 Euro und wenn das Dienst an einem freien Tag ist und es fällt auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag, sind sogar 150 Euro. Guten Morgen, liebe Nicole, hier ist die Katharina nochmal. Sag mal, ist das der Schülerzug, den wir begleiten heute? Ja, genau. Das ist genau dieser Zug. Da ist dann eher der Augenmerk auf, wird irgendjemand gemobbt? Geht's jemandem nicht gut? Benehmen die sich? Tun die andere Fahrgäste belästigen? Ausstieg der Schülerzug war für mich am Anfang wirklich der Horror, weil ich als Schülerin arg gemobbt worden bin. Und als ich dann das erste Mal unvorbereitet auf diese Masse von Schülern getroffen bin, und dann hatte ich mich so ein bisschen versteckt und dachte, oh Gott. Aber dann merkst du, hey, hallo, du bist erwachsen. Die tun dir nichts mehr, es ist alles in Ordnung, du bist jetzt der Boss hier. Dem gehört das Fahrrad, jemanden von euch? Ja, das meint, ja. Könnten Sie das bitte entweder hier hinstellen oder hier hinstellen, weil vor der Tür darf es leider nicht stehen. Ja. Vielen lieben Dank. Würdet ihr vier in die erste Klasse umziehen, damit ich mein Fahrrad hier hinstellen kann? Sie macht bitte keine Faxen mit dem Upgrade. Das ging jetzt, damit das Fahrrad einen Platz hat. Na, Vorsicht bitte. Oh, wo lag denn das? Hier im Zug? Alles klar. Dann haben wir schon mal eine Fundsache. Dankeschön. Also es wurde ein Handy gefunden. Tja, da wird wohl jemand heute nicht beim Sportunterricht mitmachen. Geht in die Fundsachen. Ich schaue, welche Anschlüsse in Lindau fahren. Ich schaue, was unsere Ankunftszeit ist, ob die mit der Realität übereinstimmt. Ja, das sieht gut aus. Wir haben keine Verspätung. Wir haben Frühschichten, wir haben Spätschichten, wir haben Nachtschichten. Unsere Schichten dauern ja ab und zu auch bis zu 10 Stunden. Und wenn ich 4 10-Stunden-Schichten habe, dann habe ich 3 Tage am Stück frei. Unter der Woche kann die Zeit für mich nutzen oder für meine Kinder. Das ist auch ein großer Vorteil von dem Beruf, finde ich. Der Gegenzug hat 9 Minuten Verspätung, deswegen können wir nicht rausfahren, weil ja der Streckenabschnitt vor uns dann belegt ist. Wenn unsere Züge verspätet abfahren, ist es nicht nur für die Fahrgäste ärgerlich, sondern auch für Go Ahead, weil die für jede Verspätung Strafe bezahlen müssen. Also ich informiere die Fahrgäste. Wenn eine Verspätung auftritt, versuche ich natürlich im Blick zu behalten, wie es mit den Anschlüssen aussieht. Das ist für mich das Wichtigste, damit einfach meine Fahrgäste nicht dann eine Stunde auf den Anschluss warten müssen. Sehr geehrte Fahrgäste, eine kurze Information für Sie. Unser Gegenzug hat circa 9 Minuten Verspätung. Wir hatten bei Ankunft noch 2 Minuten Verspätung. Aber das hat nichts ausgemacht. Die haben ihre Anschlüsse alle trotzdem bekommen. So. Okay. Geld ist auch drin, ein paar Euro 50. Ist da eine Nummer dabei? Ich schau gerade mal nach. Weil dann sage ich ihm gleich Bescheid, dann kann er es auf dem Rückweg wieder abholen. Nee, keine Telefonnummer. Okay, dann geht er in die Fundsachen. Oder kommt er da? Ist er das zufällig? Habt ihr einen Geldbeutel verloren? Ja. Wir haben ihn gerade gefunden. Ne? Gott sei Dank. Erledigt. Sehr gut. Da freue ich mich. Dankeschön. Ich mich auch. Wunderbar. Wir gehen jetzt in die Meldestelle, unsere Fundsachen abgeben und ein bisschen Brotzeit machen, Kaffee trinken, ein bisschen Energie tanken. Und dann kannst du im Feierabendzug nach Hause gehen. Sind Sie von der Maskenpflicht befreit? Logisch, ja. Was? Ja, Sie müssen eine Maske aufsetzen. Ja. Auf die Nase. Wenn ich jetzt nochmal komme, ist Endstation. Ist schön bequem bei uns im Zug? Mit den Füßen auf dem Polster und auf dem Tisch? Was? Die Füße auf dem Tisch und auf dem Polster? Ist, glaube ich, nicht in Ordnung, oder? Machst du das bitte in Zukunft? Der hat sich jetzt nochmal entschuldigt, ne? Sagt er, nochmal Entschuldigung. Sag ich, alles gut, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Als Zugleiterin verdiene ich 2.545 Euro brutto
Je nachdem, welche Schichten ich habe, kommt dann noch die Zuschläge dazu für die Sonntagsarbeit, für die Nachtarbeit, wenn ich für einen Kollegen einspringe. Das sind ungefähr 400 Euro im Monat und dann komme ich netto ungefähr auf 2.100 Euro. Sehr geehrte Fahrgäste, wenn Sie jetzt aussteigen, achten Sie bitte darauf, dass Sie das richtige Kind, den richtigen Partner, die richtige Frau, die richtige Oma mitnehmen. Spätere Reklamationen können von uns leider nicht mehr berücksichtigt werden. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Da sind meine Mädels. Ja, hallo. Wie war euer Tag heute? Hattet ihr auch so viel Spaß wie ich? Schau mal. Schau mal. Diesen Traum mit dem Haus auf dem Land, mit den Kindern, den hatte ich ja schon als Jugendliche. Dass man dafür so hart arbeiten muss, ist natürlich die andere Geschichte. So, kannst losgehen mit dem Abendessen? Ja. In zwei Jahren. Mama, wir haben Würstchen gegrillt. Super gut. Und wir holen jetzt noch mehr zum Grillen. Schau, magst du Nudelsalat haben, Sky? Magst du probieren? Ja, dann kommen wir mal ein wenig näher. Dass ich gerade so viel verdiene, wie ich zum Leben brauche, ist natürlich auf der einen Seite belastend. Wenn jetzt irgendwas Größeres wäre und die Kosten laufen weiter und ich verdiene weniger, dann steigt das Wasser natürlich. Aber andererseits kann ich auch nichts dran ändern. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn ich das nicht machen würde, dann könnten wir hier nicht sitzen und grillen. Dann gäbe es da nur Nudeln mit Tomatenketchup. Deswegen ja, es lohnt sich. Schön, dass ihr dabei wart heute bei meinem Tag auf der Schiene. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Hier findet ihr noch das Video von unserem Lokführer und hier sind noch weitere Videos von dem Format Lohnt sich das?